So, grüß euch. So, ich bin leider an den wunderschönen Tag schon daheim, weil ich technisches Gebrechen habe. Alles läuft nicht einmal perfekt. Leider habe ich am Harvester-Aggregat einen technischen Defekt. Das werde ich jetzt dann zerlegen und reparieren. Können wir in dem Video gemeinsam machen. Das heißt, ich habe das Bauteil ausgebaut, beziehungsweise wir haben das Bauteil ausgebaut und also dieser kleine Nebensteuerblock ist zuständig für die Längemessung, dass das Messerrad ausfährt, dann für den Sägezylinder, also für die Säge und fürs Astmesser, für das untere. Jedenfalls habe ich das heute am Telefon so verstanden. Im Prinzip ist es jetzt einfach so, das untere Astmesser beim Harvester lässt sich schließen, öffnet aber nicht. Und jetzt hat mir der Monteur am Telefon erklärt, dass da eine kleine Düsen dran ist, so eine kleine Reduzierdüsen. Und wenn die zu ist, die hat 0,7 mm, dann ist genau das, was wir haben. Wir haben alles ausprobiert. Also jetzt hoffe ich mal, wenn ich die ganzen Einschrauber raus tue, dass ich die Düsen rauskriege. Ich habe es im Wald nicht zusammengebracht. Ich habe es mit Druckluft probiert und mit allen möglichen Sachen. Im Endeffekt haben wir einen halben Tag geschraubt und es war nichts. Und jetzt probiere ich es da auf der Werkbank. Sollte dieser Nebensteuerblock kaputt sein, dann ist er kaputt. Ich habe einen funktionierenden auf Lager, weil ich eben ein komplettes Aggregat auf Lager habe. Aber das werden wir jetzt dann gleich rausfinden. Ja. So, grüß euch. Ich habe jetzt ganz vergessen, dass ich euch das zeige oder dass ich das mitfilme mit dem Problem beim Lugmax-Aggregat. Jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich überhaupt für ein Problem habe. Also, beim Lugmax-Aggregat gibt es einen Hauptsteuerblock, Hydrauliksteuerblock, dann einen Nebensteuerblock und dann nur einen kleinen Nebensteuerblock. Und das Problem, was wir heute gehabt haben oder was er hat das untere Astmesser nicht mehr, er hat es geschlossen, aber nicht mehr geöffnet. Jetzt haben wir da heute alles ausprobiert, was man irgendwie halt selber machen kann. Auch die Drücke gemessen, Druck, also Messer angeschlossen. Und ja, dass ich euch nicht immer nur positive Sachen sage, oder zwar sondern auch mal, dass ihr irgendwas mitkriegt, dass es mir auch feigelt, ab und zu. Gut, jetzt ist es so, ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe auch den Fehler gefunden. Der war verbaut. Ich habe die Einschrauber alle außer da. Jetzt habe ich es da gerade mal ein bisschen anbeißen lassen. Ich werde es in den bekannten Hydraulikspezialisten bringen. Da in der Mitte dran. Oder zeige euch's. Das, ich spanne es jetzt ein, dass ihr euch da was vorstellen könnt, wo da überhaupt das Problem liegt. Den einen oder anderen würde das interessieren. Dann haben wir den Einschrauber außer, wenn er außer mag. Und dann leuchten wir da mal rein. Da in der Mitte dran. Da ist eine Düse. Da an der, an den B5, liegt normalerweise ein Druck von 50 Bar an. Also nicht sonderlich viel. Da drinnen ist eine Düse, die hat 0,7 mm, so habe ich mir das heute erklären lassen. Und irgendwas steckt in dieser Düse drin, da ist was verlegt, ich vermute ein Metallspan. Wir haben vor ein paar Wochen schon einmal einen Metallspan im System gehabt. Im großen Nebensteuerblock, da haben die oberen Astmesser nicht mehr auf und zu gegangen. Alles andere ist gegangen. Da haben wir dann drauf gekommen, wie wir, ich habe einen Druck
Begrenzungsventil rausgeschraubt, das ist gehängt und das, was drinnen gesteckt ist, war ein Metallspann. Haben wir rausgeputzt, zusammengebaut, Druck wieder eingestellt, wir haben selber so ein Messsuhr und alles, wir haben das alles selber gemacht. Ich habe da Gott sei Dank einen, den was ich dabei anrufen kann, beziehungsweise bei der Firma Neuson in Machtrenk, da kann man Gott sei Dank viel über das Telefon lösen, die haben verdammt gute Leute. Und ja, haben wir auf alle Fälle übers Telefon hingekriegt, selber haben wir geschraubt und da ist jetzt eigentlich wieder dasselbe. Ich habe mir das alles erklären lassen. Egal bei welchem Einschrauber, dass ich reinblase, ich kriege es nicht hin, dass da in der Mitte irgendwann einmal Luft rausblasen hat. Das ist dicht und ich vermute, da ist einfach ein Metallspann dran. Ich habe auch schon mit alles Mögliche drinnen am Adam vorsichtig herumgebohrt. Mit einem Mini-Bohrer habe ich es auch schon probiert. Ich habe da schon wieder so leichte Metallspäne rausgebracht. Darum denke ich, dass das die Fehlerquelle ist. Ich kann das Problem selber jetzt nicht lösen. Ich bringe es in einen Hydraulikspezialisten, der sollte die Düsen da irgendwie ausbauen, wie auch immer die rausgeht, sollte das herrichten. Den Block habe ich von meinem Reserve-Lugmax-Aggregat ausgebaut. Der ist bis zum, bis dass ich das Aggregat von den Harvester oben gebaut habe, ist das in Betrieb gewesen. Also das muss funktionieren. Das war nur begraben und ein Haufen Dreck, weil das einfach nie wer ausbauen müssen hat und das ist gut versteckt eingebaut. Ich habe es jetzt dann einfach ordentlich gereinigt, habe überall in alle Kanäle überall mit der Luft schon einblasen und nur mehr gereinigt. Die Ventile habe ich noch oben genommen und geschaut, ob das alles passt und wieder angeschraubt. Und jetzt bin ich guter Dinge, wenn ich morgen einfach am Wald fahre, dass ich das montiere. Und dann darf die Wand mir nichts ärgert oder vereigelt, hoffentlich nach einer halben, na sagen wir noch eine Stunde wieder im Einsatz sein. So, grüß euch! Video vom Einbau von dem Steuerventil oder Nebensteuerblock habe ich ganz gemacht. Haben wir da früher geschaut, dass wir da schnell fertig werden, dass wir angreifen können. Hat Gott sei Dank alles funktioniert. Wir haben jetzt einfach das komplette Ersatzteil, wie ich gestern gesagt habe, eingebaut und Gott sei Dank hat es auf Anhieb funktioniert. Ja, da ist jetzt so. Das ist ein sehr steiles Gelände. Wird man nicht so gut zeigen am Video. Ich da zuschmeißen. Das ist eine Schneedruckbaustelle. Ich schneide alles an, was er selber von der Forststraße aus nicht gelangt. Und also ich schmeiße ihn zu und er lässt es durch den Prozessor durchgehen. Das geht sehr gut. Ich hau die alle mit dem Fallheber und das geht eigentlich recht gut. Das ist bis da, wird es dann auch recht schön gegangen. Yeah.
aber es ist sehr steil. Gehen wir da näher ein wenig auf Zeiten, auch, dass das ein wenig sagt, wie das bei uns so geht mit dem Hangausgleich. Das, was da liegt, das habe ich mir jetzt quasi schon vorgestellt. Da haben wir gerade einen Kanister holen müssen, weil mein Zahn da ist bei der Sog. Für Richtung Motorsack.
Ja, vom Verbrauch her bin ich eigentlich auch recht früh mit der Motorsäge. Also alles, was da jetzt liegt, habe ich mit einem angeschnitten. Da kann man, da braucht man sich nicht beschweren, das passt auf alle Fälle. Ölverbrauch ist sehr niedrig, ist bei den Stielmotoren immer so, die brauchen immer weniger Öl wie die Husqvarna. Ich habe die Ölpumpen voll aufgedreht. Der Öltank wird nicht leer, aber es reicht vollkommen aus, wenn man schaut, also das Öl wirklich vollkommen ausreichend. Da hat mir erst einer geschrieben, ich habe mir das auch so vorkommt, dass die Schmierung, also dass zu wenig schmiert. Ja, wenn man einen Öltank reinschaut, glaubt man das. Also es schaut wirklich so aus. Aber nachdem, dass man an der Schiene und so nichts bemerkt oder es wieder nichts blau, also reicht es aus. Das ist so bei den Stielen, ich weiß nicht wieso, aber ist ja kein Fehler nicht. Solange es ausreichend die Schmierung vorhanden ist, braucht man nicht drüber reden. Man ist halt so gewohnt von anderen Marken, wenn man die Pumpen voll aufdreht, dann wird meistens Öltank und Benzin gleichzeitig leer. Da wird es halt wahrscheinlich, ich weiß nicht wieso dass das so ist, vielleicht ist da einfach der Öltank ein bisschen größer. Aber das hat ja, das ist ja kein Mangel oder ein Kritikpunkt, das ist einfach so bei der Stiel. Das ist bei der 500er und bei der 260er bei mir auch immer so. Wird auch ein bisschen aufs Öl drauf ankommen, wenn man eins hat, das was ein wenig dünnflüssiger ist, dann wird er schon leer werden. Das ist jetzt dann einfach ein relativ dickflüssiges Bioöl. Aber funktioniert gut, beim Harvester schiebt man es auch rein. Ich konnte nichts Negatives sagen, passt. Jetzt ziehen wir das Holz mit der Seilwand noch ein wenig zu, da wo wir nicht dazu können. Mit Stein bin ich noch nicht fertig, aber das tun wir jetzt dann gleich. Siehst du nicht? Achso, Kippstopp. Der Kippstopp hat mich gerade ausbremst. Jetzt bin ich dabei, weil ich so schief stehe. Dann kann ich bei der Holzknecht landen. Ich drehe euch dort weiter runter, dass ihr ein bisschen was seht, glaube ich. Ich hoffe, dass ihr seht, was ich da tue. Der Kippstock. Dann kann ich bei der Holzknecht landen umgehen, denn dass ich da dreimal hintereinander druck. Zuziehen. Einmal, zweimal, dreimal. Wenn ich dreimal hintereinander druck, dann kann ich umgehen. Wie man sagt, das habe ich auch gemacht mit dem Seilendstück. Für was brauche ich das Endstück, wenn ich eh mit dem Gleiter noch angehen kann? Das habe ich damit gemacht. Wie ich das jetzt dann erklärt habe. Warum oder wieso, dass ich so tue.
Ja, da ist jetzt auch schon reingezogen, passt genau. Nur mal zum Thema seitlicher Zuzug, weil das letzte Mal manche nicht so gefallen hat, wenn ich da jetzt wenn ich wieder mit dem Traktor zusammenkehre, dass ich in Zuzugsrichtung stehe, dann fällt der Traktor. So, leider verlässt mich mein Akku wieder frühzeitig, weil heute ein ziemlich eisiger Wind pfeift. Dann soll es das aber auch zu dem Video wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und dort weiterhin fleißig meinen YouTube-Kanal abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Viertag.